Ein ehrenvoller Tag für die langjährige Vizebürgermeisterin der Stadt Bad Honnef, Annette Stegger. Heute überreichte ihr Landrat Sebastian Schuster im Kunstraum am Rathaus die Bundesverdienstmedaille im Auftrag des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ihnen die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Das ist etwas ganz Besonderes. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ist die einzige und damit höchste allgemeine Verdienstauszeichnung unseres Staates. Ihr ehrenamtliches Engagement ist außergewöhnlich. So engagiert sie sich unter anderem für den Förderverein des Internats Schloss Hagerhof, war Initiatorin des Fördervereins Hauptsache Familie Bündnis für Bad Honnef und gründete gemeinsam mit ihrem Mann Manfred Stegger die gemeinnützige Stiftung Stark im Alter. Auch der Freundeskreis Reitersdorfer Park und der Flüchtlingsfonds gehen auf ihre Initiative zurück. Sprach Landrat Schuster mehr über die Leistungen der Bundesverdienstkreuzträgerin, laudierte Bürgermeister Otto Neuhoff bewusst über das Wie. Ich erlebe dich total bodenständig, freundlich, nicht aufspielend und energetisch und andere Leute ermunternd mitzutun. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Annette Stegger selbst sieht ihre Zeit als Vizebürgermeisterin als sehr bedeutend an und macht in ihrer Erklärung der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern ein großes Kompliment und erklärt somit auch ihr neues Engagement als Vorsitzende der Bad Honnefer Bürgerstiftung. Es sind diese 5 Jahre als Vizebürgermeister. Meisterin, sagt man, muss man wohl sagen. Auf jeden Fall habe ich in den 5 Jahren Bad Honnef so gut kennengelernt, wie ich es eben davor nicht kannte. Ich habe so viele Organisationen, Menschen, Leute, Vereinigungen kennengelernt, was die alles machen. Und ich habe es nicht, es war unerwartet, diese Entdeckung des großen Engagements der Menschen hier in unserer Stadt. Und plötzlich zu sehen, was hier überall los ist, was vorher an mir vorbeiging, das hat mich wirklich sehr bereichert. Das hat auch meine Gefühle zur Stadt einen Schub gegeben. Und das erkläre ich mir jetzt eigentlich auch als den eigentlichen Grund, warum ich nun ja schon im fortgeschrittenen Alter nochmal ein Ehrenamt an vorderster Stelle übernommen habe, nämlich die Leitung der Bürgerstiftung.